Ihr Hübschen, mit diesem Video hat jetzt wohl niemand mehr gerechnet. Ihr Hübschen, ja, mit diesem Video hat wohl niemand mehr mit gerechnet, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Filmbörsenvideo. Ja, Münster vom 7. Mai 2023. Das ist sage und schreibe schon 4 Wochen her. Ja, wieso und weshalb, warum das Video halt eben dann doch jetzt noch erscheint, das erfahrt ihr auf jeden Fall gleich im Anschluss, wenn wir uns dann hier in meinem Halloween-Zimmer wiedersehen. Das letzte Mediabook Terrifier 2. Wuhu! Du Glücklicher! Was zahlst du dafür? Noch einmal einen Preis. Ja. Ja, mega. 45, mega, absolut top. Leute, seid gegrüßt, ich bin's, euer Diddy. Diddy, Morris the Shape, und ich scheiße euch, ich scheiße gerade dich, hier in Münster Hiltrop an der Stadthalle, genauer gesagt. Doch recht herzlich willkommen, ich freue mich echt mega darüber, dass gerade du dir die Zeit nimmst für mein neues Video hier auf YouTube. Ja, heute ist es soweit, ein Filmbörsenbesuch, etwas mal anders, denn ich bin heute zu Gast hier in Münster, auf der Bitte vom lieben Yusuf vom Label Ike Media, der ja bekanntlich, also einige oder viele werden es halt eben wissen, die anderen, die es halt eben noch nicht gewusst haben, wie auch immer, der gute Mann lag jetzt eine Woche gesundheitlich oder aus gesundheitlichen Gründen im Krankenhaus. Das ist seine erste Börse, seitdem er entlassen worden ist, und er hatte mich gebeten, ob ich ihn eventuell nicht mal so ein bisschen unter die Arme greifen könnte, heute hier am Stand, das heißt förmlich aufbauen, abbauen und beim Verkauf helfen. Und ich habe natürlich zugesagt und freue mich derbe, hier zu sein. Hier ist noch gar nichts los. Wir haben kurz nach 8 Uhr morgens. Und das Besondere hier an dieser Börse ist, es ist meine erste in der Stadt Münster, der Fahrradstadt schlechthin hier in Deutschland, zumindest in NRW. Ja, in Münster kenne ich selber noch aus meiner damaligen Zeit als SAZ-Soldat. Unter anderem war ich hier mal für, oh, ich glaube, 5, 6 Wochen stationiert für einen BCE-Lehrgang. Ja, lang ist es her, seitdem war ich auch nie wieder in Münster gewesen. Und ich würde sagen, ich werde jetzt noch ein bisschen warten auf den lieben Yusuf, der eigentlich schon hätte hier sein sollen. Eigentlich bin ich immer, tut mir leid, okay? Also eigentlich bin immer ich derjenige, der halt eben zu spät kommt, beziehungsweise dafür bekannt ist, dass er zu spät kommt. Ja, heute mal anders, heute bin ich mal früher da, und ich würde einfach sagen, ich nehme euch auf jeden Fall jetzt gleich mal mit, ich warte noch ein bisschen und dann zeige ich euch auf jeden Fall mal hier die Location und natürlich später halt eben mal mein Update. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Börsenvideo der Filmbörse Münster in Hiltrop. 5, 4, 3, 2, 1.
mal, was man nicht so alles hier in Münster findet. Wahnsinn, wo? Der schöne Roller. Aber wir sind ja hier in einer Fahrradstadt, glaube ich, ne? Genau. Ihr Hübschen, ja, das war's mit der Filmbörse in Münster. Ich komme von da oben, da hat es halt eben dann stattgefunden. Und ja, hier vorne befindet sich mein kleiner Flitzer und ich werde jetzt ins schöne Siegerland zurückfahren. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir halt eben heute so Schönes geholt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich möchte nur an dieser Stelle sagen, es war auf jeden Fall schon mal ein echt mega, mega schöner Tag gewesen. Eine coole Location, mein erstes Mal hier in Münster. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich habe jetzt eine Anreise von circa 2 Stunden nach Hause. Und ich bin echt platt. Also ich hätte jetzt wirklich niemals damit gerechnet, dass das echt anstrengend gewesen ist. Also man muss sich das ja so vorstellen, ja, die ganzen Mediabooks, Armaris, ja, Hardboxen, VHS Tape Edition, wie auch immer, dieser lange Stand vom lieben Yusuf, diese 20 Meter, ja, was das für Massen an Artikel sind, die man halt eben erstmal in die Halle kriegen muss, dann verteilen muss auf den Tisch und dementsprechend zum Schluss halt eben das alles wieder rückgängig machen. Und das geht echt ins Kreuz. Also wie gesagt, so eine Kiste mit gefühlten 50 Meter Books oder so, ne? Die ist echt nicht leicht. Aber wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Das habe ich auch sehr gerne für den lieben Yusuf gemacht. Ich habe sogar ein kleines Dankeschön von ihm erhalten in Form eines Mediabooks. Ich wollte es ursprünglich nicht haben, ich wollte gar nichts dafür haben, ja. Er bestand aber darauf, ja, war eine Filmempfehlung von der lieben Melissa, die halt eben dann auch heute den Yusuf hier tatkräftig unterstützt hat, beziehungsweise das sogar auch schon, ja, ich glaube, öfters schon getan hat. Und dementsprechend habe ich es mitgenommen, also ich habe es bekommen. Und ja, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich zu Hause in meinem Halloween-Zimmer. Dann zeige ich euch gerne mal mein Update von heute. Und ich würde einfach sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle, fahre nach Hause und wir sehen uns gleich bei mir zu Hause wieder. Tschüss! Ja, willkommen zurück hier in meinem Halloween-Zimmer, wie ich das eben beziehungsweise damals gesagt habe, wir sehen uns gleich hier wieder. Gleich ist gut. Das Ganze hat jetzt sage und schreibe auf den Tag genau 4 Wochen gedauert. Also heute ist der 7. Juni, nur zur Info, es ist schon spät. Das alles, also die Filmbörse war ja vom 7. Mai. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum das so lange gedauert hat, dann ja, kann ich das halt eben auch kurz erläutern. Ich denke mal, da bin ich halt eben auch schuldig. Ich meine, wenn ich halt eben schon preisgebe bei mir unter Community, dass ich halt eben dann nach Münster fahre. Es war auf jeden Fall so, wie ich das damals schon gesagt habe. Ja, ich war echt platt gewesen. Der Tag war halt eben echt sehr anstrengend. Hätte ich niemals gedacht. Ja, ich hatte eine Rückfahrt von über 3 Stunden an dem besagten Sonntag über die A45 auf dem Rückweg. Ich musste durch Lüdenscheid fahren, Rabetal-Talbrücke. Die wurde gesprengt. Dementsprechend hatte sich das nachmittags noch alles ja sehr gestaut und ich war wirklich, keine Ahnung, 3, 3,5 Stunden unterwegs. Bin aber auch erst zum Handy gefahren. Ich musste meinen Sam abholen, meinen Hund. Bin da halt eben noch 1 Stunde geblieben, nach Hause gefahren. Hab mich dann hier noch vor die Kamera sogar gesetzt. Hab halt eben angefangen, das Video zu machen. Muss aber sagen, zwischenzeitlich, ich wurde so müde. Ich war wirklich nur am Gähnen gewesen. Das wollte ich euch ersparen und hab mir gedacht, komm, weißt du was, ich mach das die Tage. Ja, daraus wurde aber leider nichts, ne? Arbeitsbedingt, viele Leute krank, Urlaub, das heißt förmlich 100% mehr geben müssen. Aber das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Wie ihr das bereits am Anfang des Videos gesehen habt, ne? Ich muss echt sagen, ich habe sogar auch noch Rücksicht genommen. Und zwar ist es ja so, ja, Terrifier 2 wurde ja released Ende April. Filmbörse Neuss hatte ja stattgefunden, eine Woche später war die Filmbörse Münster. Ike Media, der halt eben dann die Exklusivrechte hatte oder hat an den Titel des Mediabooks von Nameless, war aus gesundheitlichen Gründen leider nicht vor Ort in Neuss. Er lag halt eben dann im Krankenhaus. Ich wollte ja ursprünglich auch nach Neuss kommen, ne? Aber das hatte sich halt eben dann dementsprechend auch erledigt. Und eine Woche später, also ja nicht eine ganze Woche später, am Donnerstag wurde der gute Mann, der Yusuf, entlassen aus dem Krankenhaus und er hatte halt eben dann auch voller Vorfreude mich kontaktiert, weil er wollte unbedingt
Ja, ne, Sonntag an der Börse teilnehmen in Münster. Und wie ich das vorhin bereits gesagt habe, hatte er mich halt eben dann gebeten, ob ich ihn nicht helfen wollte, unterstützen wollte. Und das habe ich halt eben dann auch getan. Das war rein ein freundschaftlicher Dienst zu mir, wie ich das gesagt habe damals. Ich wollte nichts haben, ich habe auch nichts angenommen, außer halt eben dann ein Mediabook. Das wurde mir geschenkt und ja, ich habe mich quasi bereden lassen. Ich habe es dann letzten Endes auch angenommen. Ich finde es cool, zumindest was ich so über den Film weiß, denn ich kenne diesen Film noch nicht. Das ist auch ein neueres Mediabook. Das möchte ich euch auch gar nicht länger vorenthalten. Und zwar schaut mal hier, das gab es als Dankeschön vom lieben Yusuf. Und zwar ein Mediabook aus dem Hause NSM Records. Ne? Also nicht, dass ihr denkt oder so, Ike Media. Oder halt eben nämlich, das wäre jetzt nur ein Stand, wo man halt eben nur deren Artikel kaufen kann. Nein, das ist ein ganz normaler Händler, der halt eben auch dementsprechend Produkte aus dem Hause NSM, Infinity Pictures, Wicked Vision, wie die alle heißen, Cape Light und natürlich auch nämlich Produkte halt eben führt. Und ja, die liebe Melissa meinte so, weißt du was, die nehmen dir doch dieses schicke Mediabook hier mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich so vom Art Design her so. Also mir gefällt es jetzt nicht unbedingt. Ich kenne den Film auch gar nicht. Ich finde das so ein bisschen halt eben so anders. Dieses cremefarbene, dieses beige, je nachdem, wie man das im Licht hält, wirkt es halt eben auch leicht rosa. Ja, der Film Nightbreed Kabal scheint ja auch irgendwie in aller Munde zu sein. Ich habe heute sogar noch auf Facebook irgendwas gehört, dass NSM4 weitere Covermotive irgendwie plant. Und ja, ne, also hier herzlichen Dank nochmal an euch beide, an die Empfehlung von der Melissa und halt eben als Dankeschön für den echt sehr, sehr schönen und ja, zugleich anstrengenden Tag auf der Filmbörse in Münster. Aber nochmal ganz kurz auf Terrifier 2 drauf zurückzukommen, wie ich das eben bereits gesagt habe, von wegen, ja, dass ich halt eben dann dementsprechend noch was gewartet habe. Denn es ist auf jeden Fall so, das hatte ja eine Woche schon vorher angefangen, ja. Ich habe mir natürlich die ein oder anderen Videos angeschaut zu Filmbörsen und das Thema Terrifier 2 war ja wirklich so ein unschönes Thema hier auf YouTube, ja. Bezüglich halt eben den sogenannten Scalperpreisen auf den Börsen und wie kann das ja sein, dass die ganzen Händler da die Kunden abzocken wollen, wie auch immer, ne? Ich fand das ja auch total, ja, weiß ich nicht, ne? Ich musste die ganze Zeit schmunzeln, weil irgendwie hieß es in jedem Video, ja, die bösen Händler, ne? Die Händler, die hätten sich da alle abgesprochen, weil der Yusuf war ja nicht vor Ort, ne? Und als ich das immer so gehört habe, ne? Dann ist mir das immer so sinnbildlich so ergangen, wie ich das euch jetzt mal zeige. Schaut mal genau hin, was ich euch damit sagen will. Die ziehen zusammen in den Krieg. Der eine fällt für den anderen. Jungs, wir sind heute 17 Freunde. 17 beste Freunde. 17 Brüder. Wir sind eine Familie heute. Und nicht nur heute, sondern für immer. Wir gehen nachher raus und malen sie platt. Ja, ist das nicht cool? Also wie so eine Fußballmannschaft habe ich mir das immer vorgestellt, ne? Von wegen, hey, hast du schon gehört? Der Yusuf, der kommt nicht, ne? Ike Media ist heute nicht da. Leute, kommt mal her. Ja, gleich geht's los in der Börse. Wir machen jetzt mal einen Kreis und ja, was schlagt ihr denn vor? 60, 70, 80, 100 Euro, wie auch immer, ne? Wir müssen uns da auf jeden Fall einigen, ne? Wir müssen auf jeden Fall. Tut mir leid, echt, ich muss echt lachen, ja. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, bei aller Liebe, also glaubt ihr wirklich, die hätten sich da abgesprochen? Ja, also, nee, also da kann mir einer erzählen, was er will, ja. Also ich vermute es nicht, ja, ich will es jetzt nicht behaupten, ja. Ich habe so meine eigene Intention, wieso und weshalb, warum die Preise halt eben dann dementsprechend hoch waren. Denn einzig und allein die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die Preise dementsprechend hoch sind, sind Trommelwirbel, 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 das seid ihr. Ihr sogenannten Sammler, ich zähle mich jetzt nicht dazu, bin ich ganz ehrlich, ja. Ich will jetzt auch nicht jeden hier ansprechen, ihr müsst euch nicht unbedingt angesprochen fühlen, aber das seid ihr selber. Ja, ich sehe das tagtäglich, ja. Ja, kann ich euch sagen, auch wo? In den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Facebook. Ja, ich bin natürlich auch in diversen Mediabooks-Gruppen drin für Sammler, ja. Und natürlich auch in der einen oder anderen, und jetzt kommt es, Auktionsgruppe. Genau. Und weit vor
vor der Börse in Neuss, ja, habe ich halt eben dementsprechend auch Leute gesehen mit ihrem Namen oben, ne, wenn man sich halt eben anmeldet, keine Ahnung, Maximilian Mustermann, wie auch immer, ne, die kommen dann daher, nehmen dann ein Vorabbild, was Nameless bzw. Icon Media gepostet hat oder aus dem Netz gezogen hat und verkaufen schon ihre Exemplare vor dem Release. Genau, und da ja immer alles direkt ausverkauft ist und so, ja, geht es natürlich los. Ne? Startpreis, ja, 2 Tagesaktionen, 10 Euro, 2 Minuten später 30, ne? Keine 5 Minuten später guckst du 70, 80, 90 Euro, wie auch immer. Und wir reden hier nicht nur von einem Post, ja, das waren verschiedene, mehrere Posts in verschiedenen Gruppen, quasi tagtäglich irgendwo hier 5 da 5, wie auch immer, ne? Und die Leute, die auf den Börsen aktiv als Händler vor Ort stehen, ja, da kann mir keiner erzählen, ja, dass die keine Ahnung hätten von der Materie. Das sind doch genau solche Leute wie du, wie ich, wie ihr, wie auch immer, ja, die einen Facebook-Account haben, ne? Die sehen doch einfach, dass ihr dazu bereit seid, so tief in die Tasche zu greifen. Und die wären doch dann doof, wenn sie genau wissen, ja, wir finden so einen Trottel, der dementsprechend 80, 100, 120 Euro dafür bezahlt. Warum soll ich das Teil dann für 45 Euro verkaufen? Da gibt doch gar keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, was ich halt eben noch anmerken wollte, ist, ja, zum Thema Terrifier, ich finde das ja wirklich richtig, richtig traurig, ja. Ihr müsst euch das so vorstellen, wo das einer gepostet hat, ne, bei iMediaBook als Beispiel, ja, da war das ja noch okay, ne. Aber wer einer hat mal 2 Exemplare gepostet, der wurde ja förmlich schon gesteinigt, an die Wand gestellt, ja, der wurde halt eben dann angegangen, der wurde beleidigt, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon länger Sammler, ja. Ich habe noch nie wohlgemerkt, ne, ein MediaBook-Release miterlebt, ja, der solche unschönen Sachen so, wie soll ich das sagen, ne, gezeigt hat, ne. Es war wirklich traurig, ja, weil ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja wirklich Leute, die Morddrohungen erhaben sollen, laut PN, wie auch immer, ja, Leute wurden blockiert, ja, Freundschaften sind sogar kaputt gegangen, das kann ich sogar bestätigen, das ist wirklich sehr, sehr traurig und nicht erschrecken, ja, aber ich zeige euch jetzt mal ein Exemplar, ja, schaut mal hier, wir reden hier zum Beispiel um dieses schöne Artwork hier, ja, das ist MediaBook, ja, das ist Pappe in der OVP, das ist ein cooles Cover drauf, hier sind 3 Discs drin, eine UHD, eine Blu-ray-Disc und eine weitere Blu-ray-Disc, Teil 1 und 2, ja, könnt ihr euch das so vorstellen, ja, dass die Leute so größenwahnsinnig geworden sind, dass sie deswegen, ja, eine Freundschaft aufs Spiel setzen, ja, weil, du zum Beispiel, 2 Stück davon hast oder keine Ahnung, ne? Was weiß ich, hast mir keins mitbestellt, wie auch immer, ja, dass sowas von der Freundschaft geht, tut mir leid, also das ist wirklich, keine Ahnung, das sollte nicht die Intention sein, ne? Statt sich halt eben dann für andere zu freuen, beziehungsweise die Hoffnung nicht aufzugeben, dass man das halt eben dennoch irgendwo bekommt, wie zum Beispiel der Münster, ja, und wenn es einer unbedingt haben will, man konnte es an besagten Tag halt eben in Münster kaufen. Klar, muss man halt eben dafür aufstehen, ins Auto sich setzen, in den Zug setzen, wie auch immer, ne? Aber selbst ich, ja, also ich wohne nicht vor der Haustür in Münster, ne? Selbst ich habe 200 Kilometer Anreise, ne? Und je nachdem, woher man kommt, ne, sind es halt eben auch mal 200 oder 250 sogar, vielleicht sogar 300 oder vielleicht sogar weniger, 80, 90, 70 oder vielleicht irgendeiner aus Münster, ne? Also ihr habt ja gesehen, ganz am Anfang, ja, wo die Börse halt eben aufgemacht hat und wirklich, also das hättet ihr sehen müssen, ne? Das war so geil, ehrlich. Ja, man kommt da rein, die ganzen Händler stehen da, die Leute kommen rein, ne? Hör mal, wie die Kameraden beim Bund, im Gleichschritt sind sie alle direkt, die haben alles ausgeblendet, direkt erstmal stand zum Ike Media, alle standen sie vor den Mediabox und hat wirklich keine 10 Minuten gedauert, ja, dann waren die ganzen Mediabox alle vergriffen. Da muss ich wiederum sagen, da lohnt sich natürlich das Early Bird, ne? Weil wo ich halt eben dann dort stand, der reguläre Einlass war ja ab 11 Uhr, ne? Dann kam halt eben dann auch vermehrt die Leute und fragten nach dem Mediabook, ne? Aber da mussten wir halt eben sagen, ja, dass die Mediabooks halt eben leider, leider schon aus sind. Und was ich halt eben an dieser Stelle auch erwähnen muss, anloben möchte, ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich hat es echt leid getan, ja. Da kommt einer, ne, greift sich ein Mediabook von Terrifier 2, ja, und da liegen ja verschiedene Artworks und wollte sich noch ein zweites mitnehmen. Und da hat der liebe Yusuf darauf
darauf bestanden, nein, ein Exemplar pro Kunde. Und dann sagt er direkt so, ja, aber das ist für meinen Bruder, der wird so traurig sein, wenn ich nur mit einem Mediabook nach Hause komme. Ne? Und ich bin ja so ein Typ Mensch, ne? Ich habe dann irgendwo Mitleid und denke mir, boah, weißt du was, am liebsten hätte ich nur eins gegeben. Ne? Ja, aber da muss man halt eben dann knallhart sein, ne? Weil es halt eben dann, ja, ne? Wie soll ich das sagen, gerade auf den Börsen für die Leute, die halt eben dann extra dorthin kommen, natürlich nicht fair, wenn da einer zwei oder drei Exemplare dem anderen dann wegkäuft, ne? Gerade bei so einem Titel, der wirklich, wirklich heftig gefragt war. Ja, die Preise waren ja wirklich utopisch. Das war schon wirklich nicht mehr schön, nicht mehr feierlich. Ja, mittlerweile ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Also ich sehe das ja auch in den Gruppen, ne? Da kommt irgendeiner, verkauft dann Terrifier Mediabook, ne? Sei es jetzt für 80, 90, da sind die ganzen Lachsmilies, Emojis, wie auch immer, ne? Aber selbst wenn irgendeiner kommt mit einem Cover-A-Motiv, ja, für 55 Euro, ja, das wäre vor 4 Wochen noch ein Traumpreis gewesen, ne? Selbst da, der kriegt ein Gefällt mit, da schreibt noch nicht mal irgendeiner eine PN oder sonst irgendwas. Dann hast du am nächsten Tag nochmal diesen Verkaufspost drinnen, ne? Also ich bin echt froh, dass das echt alles abgeflacht ist. Ne? Ja, weil, wie ich das eben bereits gesagt habe, ich hatte mir zwischenzeitlich gedacht, Didi, pass auf, weißt du was, das Thema ist einfach mittlerweile zu heiß, ja. Verbrenne dir auf jeden Fall nicht die Finger und vor allem, ja, wollte ich halt eben nicht derjenige sein, der jetzt meinte, ich müsste dann direkt auf YouTube kommen, ich müsste dann flexen und zeigen, hier Leute, schaut mir hier, ich habe mir jedes einzelne Cover geholt vom Terrifier und ist das nicht geil, ohne, und jetzt kommt es, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ja, an meine Zuschauer, gerade die Abonnenten, ja, die halt eben dann voller Vorfreude leider enttäuscht wurden, weil sie mussten länger auf ihr Exemplar warten, weil, wie gesagt, der Versand erfolgte erst nach der Börse in Münster und da wollte ich nicht schon kommen und sagen, hier Leute, schaut mal, ich habe sie schon alle hier und hast nicht gesehen, ja, weil mir war das halt eben dann wichtig, dementsprechend was nachzugeben. Erfreut euch erstmal an eure Exemplare, die ihr zwischenzeitlich hoffentlich alle bekommen habt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und glücklich mit den Artworks, die ihr euch da ausgesucht habt. Ich habe symbolisch gerade mal eins hier vorgehalten und wenn ihr euch jetzt fragt, wie viele Cover-Varianten hat der Didi denn, dann möchte ich halt eben eins vorab schon mal kurz erwähnen, ja, damit ihr das halt eben dann versteht. Sicherlich hätte ich sagen können, weißt du was, ich nehme nur ein Exemplar mit, ne? Also ich habe das ja schon vorab geklärt. Es ist nicht so, dass ich jetzt zur Börse gekommen bin und sage, hier, weißt du was, ja, jetzt gibst du mir mal eins und so, ne? Weniger Blatt für die Kundschaft. Nein, ich habe die ja mal selber beim Yusuf halt eben dann bestellt, pre-ordert, wie auch immer, ne? Und als Fan wohlgemerkt, ne? Es geht jetzt hier nicht als Sammler speziell. Klar, bin ich Mediabook-Sammler, aber ich bin halt eben auch dementsprechend ein Art the Clown Fan geworden durch Teil 1, ja, Terrifier The Beginning und halt eben jetzt Terrifier 2, ja. Das ist für mich wirklich ein Projekt der Liebe. Also ich habe so eine Bindung zum Clown, ich feiere den ja total. Ich habe mir übrigens ja eine neue Maske bestellt, eine zweite. Ich hatte ja mal vor Monaten ein Unboxing gemacht und hier drinnen befindet sich erneut eine Art der Clown Maske aus dem Hause Trick or Treat Studios. Das ist halt eben noch eingepackt. Ich habe demnächst Urlaub und warum habe ich mir eine zweite Maske bestellt? Denn die wollte ich halt eben repainten, so ein bisschen blutig verschmieren und so, ne? Und dann halt eben dementsprechend auch noch ein Video machen, denn es gibt ja schon bereits ein Unboxing-Video bzw. Präsentationsvideo hier auf meinem Kanal vor ein paar Monaten zu der Maske. Aber wie gesagt, jetzt habe ich eine zweite. Ich schweife aber gerade vom Thema ab. Ja? Fakt ist, ja, ich muss sie hier auch nicht alle zeigen. Ich habe alle Mediabooks. Ich habe jeweils einmal das Exemplar A bis F bzw. das Double Future durch. Für mich primär, für mich, für meine Sammlung. Ja? Aber jetzt kommt der springende Punkt. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, eben hier und jetzt zu sein und den ganz normalen Release-Preis zahle und keine Scalper-Preise unterstütze, ja, warum soll ich da nicht zuschlagen? Wäre ich ja total bescheuert. Stellt euch mal vor, ja, ich hätte gesagt, ich nehme mir jetzt nur das mit, obwohl ich gerne alle haben möchte, ja, und denkt mir so, weißt du was, komm, nehmt euch die, ja,
alle sind weg, die hat nur eins, ja, obwohl ich sie alle haben will, ja. Und ich muss dann quasi da hinterherlaufen und Mondpreise bezahlen. Nee, sehe ich nicht ein, tut mir leid. Ich lebe hin, hier und jetzt, und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, kostengünstig da ranzukommen, wie gesagt, dann wäre ich ja total bescheuert, ich hätte das nicht gemacht, ne. Deswegen, ich werde aber halt eben auch nicht alle Exemplare hier in der Kamera zeigen, ehe halt eben der ein oder andere denkt, nameless, die möchte ich ja flexen. Ne, das brauche ich nicht, erstmal ganz ehrlich. Ich kann mit allen anderen flexen, aber nicht mit irgendeinem Mediabook oder so, ne. Beziehungsweise, lassen wir mal das Thema flexen hier sein, ne. Auf jeden Fall, so viel zum Thema Terrifier 2. Ja, ich würde sagen, ich präsentiere euch mein Update, ja, weiterhin. Ich meine, klar ist das für mich ein persönliches Highlight, diese Terrifier 2 Mediabook zu haben, weil ich war halt eben auch heiß wie Frittenfett, ja. Aber dennoch, ich habe auf dieser Börse was entdeckt, was das in den Schatten stellt, ja. Für mich ist das hier wirklich das Highlight, was gleich zum Schluss kommt, ja. Weil ich hätte niemals gedacht, ja, wenn ich nach Münster komme, dass ich genau das finde. Das war ein Traum der letzten Jahre, obwohl ich das schon bereits besitze. Ne? Also es ist quasi 9 OVP und das, was ich hier in meiner Sammlung hatte, war mal 9 OVP. Allerdings habe ich das damals geöffnet und über all die Jahre habe ich mir immer gedacht, weißt du was, hättest du das niemals geöffnet, ne? Weil das in der OVP so schön ist, ne? Und man kriegt es einfach nicht. Aber was es ist, das zeige ich euch gleich, ja. Ich zeige euch auf jeden Fall mal ein Update, nicht, dass ihr denkt oder so, ja, die hat ja immer nur hier Mediabooks und hast nicht gesehen. Klar, Mediabooks ist meine Lieblingsverpackungsart, ne? Nichtsdestotrotz, ich mag hier auch normale Blu-rays und schaut mir hier, Leute, Daddy's a Little Girl in der Uncut-Version, ja. Ich weiß, es gibt auch Mediabook zu dem Film, aber ich kann mich hiermit nicht identifizieren, weil ich kenne diesen Film nicht. Genauso wie gut hier diesen Karpal im Mediabook, ja. Aber ich habe nur Gutes von gehört, ja. Bin echt mega gespannt, für einen Zehner mitgenommen. Wichtig natürlich die Uncut-Version und das ist halt eben kein Bootleg, sondern halt eben eine offizielle VÖ. Und ich lasse mich mal einfach überraschen, wie gut Daddy's Little Girl ist. Und wer weiß, wenn der Film mir wirklich richtig gut gefällt und ich die Möglichkeit habe, irgendwann mal ein Mediabook bezahlbaren Bereich zu bekommen, warum auch nicht, aber wie gesagt, das mache ich abhängig davon, wie mir der Film hier gefällt. Ja, dann habe ich auf jeden Fall noch einen lieben Abonnenten getroffen. Ich habe so einige Abonnenten getroffen, ich habe auch einige Abonnenten getroffen, die extra nach meinem Post nach Münster gekommen sind, weil da wussten sie auf jeden Fall zu 100%, dass der Yusuf vor Ort ist, ne? Und die haben halt eben auch dementsprechend ein Terrifier 2 Mediabook erhalten. Das hat mich auch echt wahnsinnig für euch gefreut. Apropos gefreut, ich habe mich aber auch über ein Geschenk gefreut eines Abonnenten. Schaut mal hier, das ist der liebe Tobias, ja, den ich halt eben dann auf verschiedenen Börsen schon mal kennenlernen durfte oder kennengelernt habe in Neuss, in Köln, ja. Und ich war echt mega happy und habe mich echt gefreut, ja, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Er kam zum Stand vom Yusuf. Ich habe mich kurzzeitig mit ihm unterhalten. Er hat mir seine Ausbeute gezeigt. Überwiegend hatte er Steven Seagal Filme in der Tüte, ne? Und da fragte er mich, welcher mein Lieblingsfilm mit Steven Seagal ist. Und da sagte ich, Alarmstufe Rot. Ja, genau. Teil 1. Teil 2 ist ein bisschen was schwächer. Er kommt nicht an Teil 1 dran, obwohl er auch richtig gut ist, ne? Aber dann kommt auch direkt der Film. Das hat man auch gerade, glaube ich, eben gerade gesehen. Und zwar auf brennendem Eis. Ja, da haben wir uns drüber unterhalten. Und wisst ihr, was der Tobias gemacht hat? Ja, weil ich habe gesagt, ich habe diesen Film nicht in meiner Sammlung, gibt es nur auf DVD. Ja, selbst die DVD habe ich halt eben nicht. Und der hatte mir halt eben dann einfach bei einem Händler, keine 5 Minuten später kam der wieder, ja, mir diese DVD geschenkt. Steven Seagal auf brennendem Eis für 8 Euro. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut. Der kam einfach und sagte, Didi, weißt du was, ich freue mich immer über deine Videos. Bist ein toller Mensch, ja, ich möchte dir eine kleine Freude machen und du hast mir das hier geschenkt und damit hast du mir echt eine Riesenfreude gemacht, nicht eine kleine, eine Riesenfreude, ja, weil auch diesen Film habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, ich hatte den letztens geschaut, ja, und war natürlich Feuer und Flamme und ich würde mir wünschen, wenn dieser Film auch endlich mal zumindest auf Blu-ray erscheint, muss ja nicht direkt im Mediabook erscheinen, ja, eine Amari, ein Steelbook, ja, und selbst wenn eine Hardbox gäbe hier halt eben dann mit einer Blu-ray-Disc oder so, ja, wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, tausend herzlichen Dank, mein Lieber. Wir sehen uns auf jeden Fall am 25. Juni in Köln auf der Filmbörse. Ja, das war es eigentlich schon, ne? So mit meinem Update. Jetzt kommt mein persönliches Highlight, da zeige ich euch noch, ja. Aber dazu muss ich mir halt eben mal diese kalte Fanta aufmachen, denn ihr merktet ja, ich kann ja reden wie ein Wasserfall, ne? Mit mir wird es quasi nie langweilig. Ich sitze halt eben da nicht so wie hier so eine Schlaftablette und ja, aber das muss dann irgendwie. Ja. Und dann ist das so, und ja, keine Ahnung. Ja, Leute.
Dann mach's mal gut, boah. Nee, nee, also ich kann das, denke ich mal, schon. Ich hätte bald gesagt, wie Eddie Murphy, der weiße Eddie Murphy. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ihr Lieben, so, jetzt kommt das persönliche Highlight. Ich habe es hier einmal offen, weil es hier in meiner Sammlung steht, ja, und einmal OVP. Ich habe dieses gute Stück, ja, ich mache es ein bisschen spannend, ich habe dieses gute Stück, ja, auch in Videoform aufgenommen, das habt ihr vorhin irgendwo dort rumliegen sehen, ne, und, oh Leute, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie das für mich war, ne, ich muss mal kurz weg, ich so, Josef, ich komme gleich wieder, ne, bevor das mir irgendeiner wegkauft, ich muss da hin, ich bin 2 Minuten wieder da, ich hole mir das gerade, ne, und ich war so mega happy, dass ich das bekommen habe, ja, weil das, was ich euch jetzt zeige, hatte ich im Jahre 2008, 2009, 2010 rum, so um den Dreh, auf Amazon gekauft. Zum regulären, ja, was heißt regulären Preis nicht, ja, aber zu einem vernünftigen Preis, das waren, glaube ich, so zwischen 50 und 70 Euro, hatte mich damals gefreut wie ein Schnitzel, ja, und habe es dann irgendwann mal ausgepackt, ne, mir hingestellt, positioniert, ne, mit Deko und hast nicht gesehen, habe mich daran erfreut, das gute Stück in den Händen zu halten, ja, aber über all die Jahre, wenn ich dieses Teil irgendwo mal gesehen habe, ja, wenn ich es überhaupt mal gesehen habe, weil das hieß so gut wie gar nicht mehr, ja, wenn dann irgendwie bei irgendwelchen Ami-Seiten oder auf Facebook, wenn man in einer Neckar-Gruppe ist, ja, also Neckar-Retalks, ich denke mal, ihr wisst Bescheid, das ist auf jeden Fall eine Figur, dann kann man sowas schon mal sehen, für sehr viel Geld auf eBay Deutschland gar nicht mehr zu bekommen, selbst auf Amazon Deutschland nicht oder so, ne. Ihr könnt ja mal schauen, auf ebay.com, also .com in Amerika, da kriegt man es noch OVP, ne, aber da sind die Preise zwischen 4, 5, 6, 7, 800, ja, 800 vielleicht ist nicht, aber zwischen 400 und 600 US-Dollar plus Versand, plus Verzollung, wie auch immer. Ja. Wäre mir die Sache ist nicht wert, weil dieses gute Stück hat hierzulande auf der Börse 50 Euro gekostet. Und davon rede ich jetzt von einem Schnäppchen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Schaut mal hier. The Evolution of Evil Halloween mit Michael Morris in groß sowie in klein hier vorne mit dem Grabstein. Ein Leuchtkürbis hier vorne ist halt eben noch so ein Gütesiegel drauf, wo man es erkennen kann, plus den Kürbis selber. Und seid mal ehrlich, sieht das nicht affenscharf aus? Richtig, richtig geil. Hier die Rückseite, hier seht ihr halt eben dann den Grabstein Michael, den Leuchtkürbis, den kleinen Michael, ja. Es ist komplett noch neu in OVP, das gute Stück, ja. Hat fast 20 Jahre auf dem Buckel hier in dieser OVP und hier ist wirklich gar nichts dran. Und ich finde das ja richtig cool, weil man das halt eben einfach so auf der Wand aufhängen kann, ne. Hierzu ein schönes Mediabook daneben oder so oder selbst ein Kürbis, ein bisschen Laubblätter. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus, ja. In der OVP. Und hier habe ich halt eben dann damals diese Figur auch in der OVP gekauft und ausgepackt. Da ist er. Michael Myers. Richtig, richtig cool. Ja, mit seinem Schlachtermesser komplett beweglich, bis halt eben dann die Beine, den Torso halt eben auch nicht. Den Kopf kann man halt eben bewegen. Ne? Die Hand, beziehungsweise hier den Ellenbogen. Oh. Ist nichts kaputt oder so, aber das kann man auf jeden Fall hier dran stecken. Warte mal kurz. Ja, genau so. Ne? Also es ist auf jeden Fall nicht kaputt oder irgend sowas. Ne? Und hier halt eben auch. Ich mache jetzt nur nicht allzu dolle, bevor ich ihn draußen habe. Ne? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und halt eben dann hier der kleine Michael. Genau, in seinem Clownskostüm ohne Maske. Ja, die Maske habe ich halt eben dann hier zusätzlich. Kann man den kleinen auch noch aufziehen, sehr, sehr cool. Ja, der Grabstein der Judith Myers gibt es zwischenzeitlich auch aus dem Hause Trick or Treat Studios in Original Replica 1:1 Größe plus diesen Leuchtkürbis. Und schaut mal hier, ja, das seht ihr jetzt nicht, wenn ich hier drauf drücke, aber ich halte mal meine Hand hier so ein bisschen vor. Sieht man das hier, wenn es hier ein bisschen leuchtet so? Also im Dunkeln sieht das richtig, richtig cool aus. Ne? Man muss, wie gesagt, kurz hier drauf drücken, dann kann man wieder loslassen. Also er läuft nicht durchgehend. Ne? Aber ich habe auch nie die Batterien gewechselt. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ich auch nicht so häufig hier drauf drücke. Aber als Deko-Stück der Original Halloween 1 Kürbis. Sehr, sehr geil. Ja, ihr Lieben, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Börsenvideo. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal ein Fazit hier zulassen, ein Statement, wie ihr so dieses ganze Update hier findet. Oder halt eben auch speziell Terrifier, wie ihr das so alles erlebt habt damals. Ne? Also wie gesagt, mir war auf jeden Fall wichtig, da jetzt nicht direkt mit um die Ecke zu kommen, ganz nach dem Motto, der Didi hat die alle und hast nicht gesehen. Ne? Und der flext da auf seinen Kanal rum und sowas. Ne? Das sollte jetzt nicht die Intention sein, weil das muss ich nicht. Ne, ihr könnt ruhig wissen, dass ich es halt eben alle habe.
mehr aber auch nicht. Vielleicht sieht man diese Exemplare, die Mediaboxen, in einem oder anderen Video mal. Ne? Lasst mal ein bisschen Zeit vergehen. Ne? Ich finde das ja so krass zum Thema Terrifier 2, auch wenn ich jetzt jedes Exemplar habe. Einmalig für mich, ist das doch absolut okay, ja. Anders sähe es aus, ja, ich habe 5x Cover A, 5x Cover B, 5x Cover 11G und hast nicht gesehen, ja, und würde die halt eben dementsprechend verhökern. Ich finde das nur ganz krass, ja, diese Doppelmoral auf Facebook unter den sogenannten Sammlern, ja, egal um welchen Filmtitel es sich handelt, ja, ich finde das immer so geil, ne, dann postet man ein Update und ja, Daumen hier und cooles Update und freut mich und hast nicht gesehen, ne? Aber gleichzeitig, ne, wenn halt eben dann zum Beispiel so ein Mediabook released wird, und jetzt zeige ich euch übrigens das G-Motiv, ja, keine Sorge, werdet ihr nirgendwo im Netz finden, die Nummer 069, ja, finde ich das immer so krass, ne? Da wird quasi seinen eigenen Sammlerkollegen das Geld so aus der Tasche gezogen. Ne? Da sieht man halt eben, wer bietet, wer höchstbietender ist, wie auch immer. Ne? Und die bezahlen stellenweise selber Mondpreise, weil sie Angst haben, kein Mediabook mehr zu bekommen. Ne? Ich meine, das ist ein anderes Thema, ja, mit Mediabooks, die binnen 2 Minuten ausverkauft sind, auf ja, Nameless Media, Ike Media, wie auch immer. Selbst da kann ich auch irgendwann mal bei Bedarf, wie auch immer, wenn Fragen sind, auch mal ein Video machen und euch einfach mal diesen Vorgang erklären, weil immer ja die Leute sich beschweren, ja, der Server bricht zusammen, da sind so viele Leute drauf und hast nicht gesehen, ne? Das ist richtig, aber auch nicht ganz korrekt. Wie gesagt, vielleicht irgendwann mal in einem Video. Was habe ich denn sonst noch anzumerken? Ach so, genau, jetzt kommen wir nochmal auf den springenden Punkt, ne? Wenn jetzt jemand sagt, ja, wie ich das vorhin bereits gesagt habe, ne, von wegen, die Händler hätten sich da alle abgesprochen, der Yusuf war nicht da und so, ne. Wenn ihr jetzt Zweifel habt an meine Theorie, ne, mit den Händlern, ne, auf Facebook, genauso wie ich, ne, ich bin auch kein aktives Mitglied da, der tagtäglich was postet und liked alles, ne, man kann auch sagen, ich bin so ein still und heimlicher Mitleser, genau, ich bin zwar anwesend in der Gruppe, ne, aber man sieht ja nicht, wer mich, wer die ganzen Beiträge sieht, ja, das ist ein anderes Thema. Aber wenn ihr euch jetzt sagt, ne, nee, das war schon wirklich so gewesen und Neues, ne, die haben sich da alles eben wirklich alle abgesprochen und so, ne. Jetzt überlegt doch mal. Nur mal ein Beispiel. Vor 2,5 Jahren etwa kam damals das sogenannte Voodoo XT Video, Voodoo XT Mediabook raus. Normal wattiert, ja, nach dem Heiligen Gral, ne. Viele hatten Angst und dachten so, oh, der Heilige Gral, ne, dieses Voodoo Cover B, ja, fällt jetzt richtig tief in den Kurs. Ist es nicht passiert, ja. Aber auch hier, kaum war das Mediabook released auf den Filmbörsen, 90 Euro. Ja, bei Voodoo, das wattierte das Grüne, wo vorne halt eben auch dieser Zombie drauf war. Oder das halt eben mit der Stadt, das lag dann ungefähr bei 70, 80 Euro, wie auch immer, ne. Oder selbst letztes Jahr im Oktober, ne, House of Wax, ja, da war niemand im Krankenhaus, ja. Da wurden am Stand von Ike Media die Mediabook zum normalen Release-Preis, ja, Release-Preis bezahlt. Das kann euch der ein oder andere YouTube-Kollege oder selbst ich bestätigen, weil ich es halt eben auch gekauft habe, ja. Aber bei den anderen Händlern, trotz, ja, dass Ike Media vor Ort stand, ja, wenn ihr euch mal ein bisschen so zurückerinnert, ne, standen trotzdem die Händler da mit ihren Mediabox von 70, 80, 90 Euro, ne, weil auch da in diesen ganzen Auktionsgruppen auf Facebook diese Preise für bezahlt worden sind, genau. Nur Terrifier ist nochmals eine Stufe höher, ja, weil quasi dieses Interesse um dieses Produkt, ne, das war ja wirklich in aller Munde, da wollte ja quasi jeder so einen Teil haben, ja, auch wenn die Leute, ja, Terrifier ist nichts für mich, ja, absolute Grütze, hast nicht gesehen, ne, aber Hauptsache war, ja, ich habe auch so ein Mediabook, ich will so eins haben, egal wie, ja, oder halt eben dann das G-Motiv, ne, also nicht, dass hier der, ne, F, Entschuldigung, ne, nicht, also das ist auch so überhaupt so mein Favoriten, Entschuldigung, mein Favoritencover, ganz kurz, ja, weil alle anderen sind ja gezeichnet, sehen auch richtig, richtig cool aus, egal ob Cover A, B, C, D, E, obwohl ich sagen muss, ja, C, D, E ähneln sich halt eben so arg, ne, also wirklich das hier A, B und F, gibt ja so viele Artworks, ja, die sich halt eben dann ähneln, aber das sind halt eben so meine Favoriten. Das ist mein Favorit, weil das wirklich kein gezeichnetes Artwork ist. Es ist wirklich das Einzige, was heraussteht, ja, weil hier wirklich eine Filmszene drauf ist, ne? Der richtige Art der Clown, ne? Nicht wie halt eben dann hier gezeichnet, nur als Beispiel. Deswegen feiere ich das hier total, weil es, wie gesagt, das einzige Mediabook ist, ja. Und zum Thema Terrifier, noch ganz kurz zum Abschluss, bevor ich jetzt das Video beenden werde, ja. Jetzt stellt euch doch mal vor, Leute, dieser Aufschrei, ne, was da los war,
Ja? Und Nameless Media hatte ja angekündigt, weil die genau wussten, ja, um den Hype dieser Mediabox, ne, dass die Mediabox, ja, die Limitierungszahl nach oben geht. Hör mal, nicht auszumalen, was passiert wäre, ja, die wären alle nur auf 333 Stück limitiert, wie das sonst, leider Gottes muss man sagen, ja, oder häufiger der Fall ist, dass diese niedrige Limitierungszahl dort genommen wird. Aber bei Terrifier sind ja alle bis auf diese zwei Exemplare ausgerechnet, die zwei, die sind auf 666, was ja in der heutigen Zeit auch schon viel ist, ne. Ja, stellt euch das mal vor, die werden alle nur limitiert auf 333. Ich glaube, dann gäbe es kein Facebook mehr und keine Filmbörsen. Das war jetzt natürlich nur ein Spaß von mir, aber nichtsdestotrotz, ne, da kann man auf jeden Fall auch Nameless dankbar für sein, dass diese Auflage doch erweitert worden ist. Ne. So, ich habe fertig. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen wollte, außer ich möchte mich auch an dieser Stelle entschuldigen, ja, für die Filmbörse Frankfurt, die leider nicht stattgefunden hat, denn ursprünglich war das so geplant, dass ich halt eben dann mitkomme nach Frankfurt und wieder helfen wollte, sollte am Stand vom Yusuf, ja. Wir hatten echt eine Menge Spaß zu dritt, ne. Das war wirklich, ja, ein Highlight für mich, ne. Es war halt eben was anderes, ja. Wenn ich überlege, ich bin ja eigentlich sonst immer nur der Besucher, ne. Leute, die wirklich nicht als Händler dort vor Ort stehen, die können das gar nicht beschreiben, wie es ist, ne. Weil ich bin ja sonst immer selber als Besucher, als Kunde gekommen, ne, und dann ist das so, ne, man steht da an der Schlange, man kommt rein, ne, und alles steht da fertig ausgestellt, man geht dorthin, man kann stöbern, man trifft Leute, man unterhält sich, man geht raus, eine rauchen, man isst sich eine Bratwurst, trinkt sich einen Kaffee, wie auch immer, man stöbert, man findet was, entdeckt was, man kauft das, man geht und fährt glücklich und zufrieden nach Hause, ne. Und diesmal war das alles anders, ne? Also man kam früh dorthin, man hat für mich dann dort mitgeholfen beim Aufbau, das hat auch ungefähr so um die 1,5 Stunden Zeit in Anspruch genommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, so ein langer Tisch von 20 Metern, ja, und da muss man erstmal gucken, wie stelle ich was, ja, die höheren Mediabox nach hinten, die niedrigen halt eben dann nach vorne, ja, aber wie gesagt, das war wirklich echt toll, ich stand links, die Melissa stand rechts, der Yusuf in der Mitte, ne, und dann kommen diese Menschen auf dich zu und sprechen dich an, man unterhält sich mit den Filmempfehlungen hier, Filmempfehlungen da, ne, und mit den Preisen in etwa kannte ich mich auch aus, ne, wenn ich da irgendwas verkauft habe, habe ich mich vorher immer vergewissert, ne, ich hatte auch bei einem einen guten Rabatt gegeben, der hat dann immer mehr gekauft, wo ich dann weiter runtergegangen bin mit den Preisen, so, ne, und dann guckt der Yusuf mich so an, wie, echt, du hast jetzt so und so viel Prozent Rabatt gegeben. Ich so, ja, guck mal, wie viel mehr. Guck mal, das ist ja viel weniger am Geld und so, ne. Ich bin dahin, das war keine Ahnung. Ich sollte irgendwie alles 200 kosten, regulär. Und ich habe dann gesagt, komm, nimmst du für 175 mit, ne. Durch dir was Gutes. Ja, der hat sich natürlich gefreut. Und der Yusuf hat mich eigentlich gesagt, komm, dann mach das, ne. Wie gesagt, wenn man halt eben dann mehrere Sachen kauft, ne, dann kann man auch dementsprechend auch handeln an so einem Stand, ne. Ja, ansonsten, ja, das war auch irgendwie, keine Ahnung, ne, also was ich richtig cool fand, ist ja Halloween Kills im beliebten C-Motiv, ist das, glaube ich, das Bräunliche, was ich in der letzten Börsenvideo euch präsentiert habe, ne, das, da lagen 2 oder 3 Stück aus, ne, und dann kamen da wirklich Leute hin und hatten mich entdeckt, ne, und die sagten, boah, die ist hier, ne, und cool und da und ja, hier, ich suche Halloween Kills und hast du das hier, und ich so, ja, und dann hatte ich halt eben dann alle verkauft, ne, genauso wie Bloodsport zum Beispiel, Cover A, das Schwarze, waren auch 2 oder 3, die dort auslagen, ne, die habe ich dann auch verkauft, ne, das B-Motiv, das Gräuliche, ne, das lag halt eben dann noch 8-mal aus oder so, ne, aber die 3 Bloodsports gingen auf jeden Fall weg. Ja, und ich bin quasi immer so Minutentakt da, ne, Geld genommen, Yusuf steht da, ich direkt drüber, weil ich wollte das Geld ja nicht in die Hand haben, oder das sieht ja auch doof aus, wenn ich das so in die Tasche stecke und so, ich habe immer das Geld genommen und bin quasi zu mir hin, 10 Meter rechts, 10 Meter links, 10 Meter rechts, im Minutentakt, ne, und beim 10. oder so sagt, ich weiß was, irgendwann kriege ich hier mal von dir Kilometergeld, ne, da muss er ja selber lachen, ne, ne, wie gesagt, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ne, ich denke mal, die nächste Börse ist auch gar nicht mehr so lang, jetzt am kommenden Wochenende in Neu-Isenburg, weil Frankfurt leider ausgefallen ist, ja, ich stand förmlich morgens in den Startlöchern, wollte schon um 6 Uhr losfahren und um 5.57 Uhr kriegte ich eine Nachricht vom lieben Yusuf, da meint er, ja, so wie es aussieht, wird er heute nichts.
nichts, ne? Sein Auto springt nicht an, ne? Also er hat einen Transporter, einen Bus, den konnte man hier im Video auch halt eben sehen, ne? Und wenn da wirklich so eine Tonne an Filmen drin ist, ne, kann man das nicht einfach so in ein PKW umladen und dann zur Börse fahren. Dementsprechend ja, wurde der ADAC kontaktiert, aber bis der halt eben auch mal angekommen ist, da war auch, glaube ich, irgendwie 8:30, bis er dann gefahren ist, war auch wieder 8:45. Und wenn er dann von Köln nach Frankfurt fährt, 2 Stunden, wäre er dann irgendwann mittags um 12 da gewesen. Und somit hätte sich das einfach nicht gelohnt. Aber naja, was willst du machen? Leute, ich bin am Ende. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr möchtet, ja, ich freue mich derbe auf Neu-Isenburg. Ich habe ja gesagt, ne, Frankfurt, Neu-Isenburg, mal eine ganz andere Location, abseits von anderen Börsen, ne. Ich freue mich derbe. Soll eine richtig coole Location sein, ja, irgendwie mit so einem cool oder so, habe ich mir sagen lassen, irgendwie so ein U-Form oder so, keine Ahnung. Ich werde euch auf jeden Fall auf die Reise mitnehmen und dann könnt ihr euch ja selbst davon mal überzeugen lassen, wie gut euch Neu-Isenburg gefällt. So, ich bin raus, ich bin fertig, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, ja, ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Ich habe mich auf jeden Fall nochmal gefreut, hier vor die Kamera zu sitzen, das solltet ihr wissen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht allzu böse, dass ich euch nicht alle Exemplare hier vorgestellt habe, beziehungsweise aber auch, ja, solange ich jetzt kein Video gemacht habe. Ich gelobe auf jeden Fall Besserung. Wie gesagt, die Tage kommt halt eben die Filmbörse Neu-Isenburg. Und dann kommt auf jeden Fall noch ein Video zu Hostel im wattierten Mediaburg. Scheint ja irgendwie aktuell schwer in zu sein, das Produkt, ne? Wie ich das meine, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Da ist ein Knopf, da drücke ich drauf. Ich bin weg. Mach's gut. Euer Diddy Morris, The Shape. Tschüss.